Hallo meine Lieben, heute ist ein wundervoll dramatischer Tag für Bücher. Ich habe euch etwas mitgebracht und hier oben steht Dauerwerbesendung, weil ich rede jetzt über Bücher, nicht nur über eins, sondern über mehrere und ihr könntet eins davon haben wollen und ja, vielleicht seht ihr auch noch im Hintergrund irgendetwas, was eure Kaufentscheidung beeinflussen könnte. Also Dauerwerbesendung. Das Buch, über das wir heute intensiv sprechen, blende ich, glaube ich, jetzt gerade da vorne ein. Es geht um Liebe auch bei Regentagen von Robin Carr und ja, das habe ich als Rezensionsexemplar, als E-Book bekommen. Was hatte ich erwartet, als ich zu diesem Buch gegriffen habe? Ihr wisst, dass ich im Moment mich ein bisschen reinlese in dieses ganze Wohlfühl-Genre. Das ist kein Wohlfühlbuch. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt bei diesem Buch. Das sei schon mal ganz klar gesagt. Aber ja, ich hatte einen Wohlfühlroman erwartet. Liebe auch bei Regentagen. Da dachte ich, okay, Regentage hat man ja immer mal im Leben. Das ist so regnerisch, dass es eher schon Hurricane-Tage sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Robin Carr ist euch vielleicht ein Begriff. Ich habe auch schon zwei Bücher von ihr gelesen, nämlich Virgin River Teil 1 und Teil 2. Das haben mir damals ganz, ganz viele von euch empfohlen. Und auch immer noch, wenn ich jetzt sage Wohlfühlliteratur, sagt ihr Robin Carr und Virgin River. Nur, dass ich auch bei Virgin River das Gefühl hatte, das ist mir zu dramalastig. Wurde jetzt übrigens verfilmt von Netflix. Also, aber dieses Mal habe ich gedacht, habe ich mir das hinten durchgelesen, habe gedacht, es geht nicht nach Virgin River, vielleicht Autoren verändern sich ja, vielleicht ist das gar nicht so dramalastig und ich glaube, das war jetzt erstmal vorerst der letzte Ausflug, den ich zu der Autorin gemacht habe. Ich glaube einfach, dass sie mir nicht das gibt, was ich bei einem Wohlfühlroman erwarte. Ja, außerdem habe ich gedacht, dass es viel um Gärten geht, weil sie ja auch am Anfang hier in dem Klappentext steht, was vom Garten und dann lernt sie einen Landschaftsarchitekten kennen. Ich hatte so das Gefühl, ah, da lasse ich mich drauf ein, dann geht es darum, einen Garten anzulegen, viel im Garten zu sitzen, es geht um Pflanzen oder so, das mag ich ja doch ganz gerne auch mal lesen und ja. Leider war dem auch nicht so. Also es geht zwar um Gärten und Landschaftsarchitekten und so weiter, das ist immer mal Thema, aber ihr seid nicht dabei, ihr erlebt das nicht. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie viele Sterne habe ich dem Buch gegeben? Ich habe dem Buch insgesamt 4 Sterne gegeben. Ja, ich meine jetzt zwar die Autorin, aber es hat 4 Sterne bekommen, weil ich mich mit der Liebesgeschichte sehr wohl gefühlt habe. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Gedankengänge, die Botschaften, die da drin standen. Ich fand es gut gemacht, nur es war mir halt an vielen Stellen zu überdramatisch. Und ich fand, das passte überhaupt nicht in den Kontext. Trotzdem 4 Sterne. Also ja, ich hätte es ein bisschen ruhiger, gern ein bisschen ruhiger das Ganze, sonst wäre ein 5-Sterne-Buch gewesen. Aber okay, worum geht es eigentlich? Es geht um Lauren. Lauren sitzt gerade, wenn wir sie kennenlernen, in einem Garten. Sie hat sich jetzt entschlossen, sich von ihrem tyrannischen Ehemann zu verabschieden, zu sagen, okay, ich reiche die Scheidung ein, aber das macht sie erst in dem Moment, wo sie ihre Schäfchen im Trockenen hat. Also sie fädelt das, wir lernen sie im März kennen, im Juli, Anfang Juli, kriegt ihr Mann die Scheidungspapiere. Vorher, ja, muss noch die Tochter ausziehen und es müssen noch ein paar Sachen erledigt werden. Sie hat auch schon für Juli ein Haus angemietet, eine viktorianische Villa, in die sie dann einziehen wird. Und ja, jetzt sitzt sie da, sie hat diesen Schritt getan, sie hat mit ihrer Anwältin geredet und da begegnet sie in diesem schönen Pfarrkirche, es ist der Garten der Erlöserkirche, in dem sie sitzt und ja, da sieht sie diesen Typen, der da am Rumwerkeln ist und sie kommen ins Gespräch und er ist ihr total sympathisch, sie ist ihm total sympathisch und die beiden stecken auch noch in der gleichen Situation, sie stecken beide bis hierhin in einer Scheidung. Und ich kenne aus einem schönen Bollywood-Film, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, in guten wie in schweren Tagen oder irgendwie sowas, weiß man, dass man, wenn zwei Menschen in der gleichen Situation, ergibt doch irgendwo Freundschaft. Und genau das ist erstmal der Grundton des Buches. So, und ja, was sind die Themen? Die Themen sind Scheidung, ganz klar. Da, über die ganze Länge des Buches zieht sich das Thema Scheidung. Es geht auch um Scheidung von einem tyrannischen Ehemann und es geht um die Scheidung von einer Frau, die, also
der tyrannische Ehemann, das ist Laurens Problem. Von ihm das Problem ist eine Frau, die sehr launisch ist und die er einfach nicht glücklich machen kann. Ja, da sind halt zwei verschiedene Scheidungen. Und Scheidung ist wirklich das zentrale Thema, weil ihr habt dann auch noch die ganzen, wie reagieren die Kinder darauf? Er hat zwei Stiefsöhne, für die er immer da gewesen ist. Sie hat alle schon erwachsen, also alle jetzt schon über 18, wohnen vielleicht noch da, aber letztlich sind sie aus dem Haus. Also er hat zwei Söhne, sie hat zwei Töchter, wie die Kinder auch damit umgehen. Die eine Tochter von ihr zum Beispiel will auf keinen Fall, dass sie sich scheiden lässt. Wie können sie jetzt den armen Daddy zu Hause sitzen lassen? Er ist doch nur ein bisschen schwierig und so weiter. Er ist Chirurg, bei ihm geht es um Leben und Tod. Irgendwo muss der Stress doch abgebaut werden. Wie kann ihre Mutter jetzt ausziehen? Also es ist das Thema Scheidung, was im Zentrum dieses Romans steht. Und das andere ist, dass es häusliche Gewalt ist. Das ist auch ein großes Thema und vor allen Dingen jemand, der sich aus einer tyrannischen Beziehung befreit. Ja, die Charaktere. Ihr habt als erstes, habt ihr Lauren. Lauren, wie gesagt, ist gerade mitten in der Scheidung. Sie ist eine sehr, sehr ruhige Person. Sie ist sehr lieb, sie ist nett, sie möchte nichts Falsches machen, sie möchte auf keinen Fall ihre Kinder da reinziehen. Und genau das gleiche im Männlichen habt ihr eigentlich im Bo. Bo ist eigentlich total zufrieden mit seinem Leben. Er ist Landschaftsarchitekt, er liebt seine Stiefsöhne, das Einzige, was bei ihm schief läuft, ist das Thema Ehe und deswegen jetzt hier auch die Scheidung. Und er ist auch genauso ruhig, verständnisvoll, respektvoll wie Lauren. Also es sind zwei sehr, sehr ruhige Charaktere, die ihr im Zentrum dieses Buches habt. Dazu kommt dann die Kinder, wobei ein paar verständnisvoll sind und besonders Lacey, die eine Tochter von ihr, die ja, wie ich euch eben schon gesagt habe, sehr damit am Hadern ist, wie kann man Daddy alleine lassen, die natürlich auch an den Luxus gewöhnt ist, den Daddy einfach schafft, ne, in ihrem Leben und jetzt halt versucht den Spagat zwischen den beiden Eltern. Es ist einfach ein Buch, wo ich mich mit den Charakteren sehr wohl gefühlt habe, mit denen man sich auch wohlfühlen sollte. Natürlich gibt es da den tyrannischen Ehemann oder so, mit dem sollte man sich nicht wohlfühlen. Aber ganz besonders ans Herz gewachsen ist mir zum Beispiel auch der Priester in diesem Buch, der ein bisschen mit seinem Beruf hadert. Weil er wollte unbedingt etwas schaffen. Er wollte für die Menschen da sein. Und jetzt hat man ihn in so eine reichen Gemeinde gesetzt. Die haben zwar auch ihre Probleme, aber er wollte doch mit anpacken. Er wollte wirklich für die Grundbedürfnisse der Leute sorgen und nicht mit diesen reichen Leute-Problemen da behelligt werden. Also das sind die Charaktere, die ich bemerkenswert an dem Buch finde. So, das andere ist das Setting. Ihr habt das Setting San Francisco. Da gibt es irgendwas mit A, Dingstar Island. Darauf spielt der Großteil dieses Buches. Sie hat eine viktorianische Villa sich da gemietet. Er hat auch eine viktorianische Villa, und es geht immer mal wieder in Gärten. Aber jetzt ganz ehrlich, ihr kriegt davon nicht viel mit, das ist kein atmosphärisches Buch. Zumindest hat es auf mich nicht so gewirkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, oh, eine viktorianische Villa, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Traum. Oder, oh, San Francisco, da ist nicht viel von San Francisco drin und da ist auch nicht viel von dieser viktorianischen Villa drin. Oder von den Gärten an sich. Das sind Nebenlinien, man weiß, wo es spielt, aber es ist nicht so, dass ihr dahin gebeamt werdet. Zumindest für mich war es nicht das Gefühl. So, Besonderheit ist übrigens, glaube ich, dass sich das Buch nur als E-Book rauskommt. Ich habe zumindest keine Printversion entdeckt. Wenn ihr da mehr wisst, dann hinterlasst es bitte in den Kommentaren, damit auch andere Bescheid wissen, dass es das dann vielleicht als Print gibt. Aber ich habe es jetzt bisher nur als E-Book gesehen. So, Humor und Spaß in dem Buch ist weniger zu finden. Es ist ein ruhiger Roman, voller Botschaften, voller dieses Thema Beziehung wird halt aufgearbeitet, diese Scheidung. Es ist sehr respektvolle, sehr ruhige, hoffnunggebende, reflektierende Gespräche. Und obwohl es so botschaftsbeladen ist, kam es mir in keinster Weise vor, als wenn es jetzt irgendwie in irgendeiner Weise halt nicht, also
nicht real wäre. Ich konnte mir jederzeit vorstellen, dass auch Leute so reden. Es war, also Dialoge und auch Stimmung war meiner Meinung nach sehr, sehr gut in diesem Buch gemacht. Nur erwartet jetzt nicht, dass da Humor drin ist. Ich konnte bei keinster Stelle auch nur lächeln. Es ist halt ein ruhiger Roman, der nicht auf Humor oder Spaß oder Freude oder so aufgebaut ist. Es ist halt mehr ein gedankenvoller Roman. So, Liebe, ihr habt die Liebesgeschichte von Bo und von Lauren, die ruhig ist, respektvoll, die auf Freundschaft basiert. Also das ist jetzt keine, sie lernen sich im März kennen und ihr denkt, ah oh, ja, beim ersten Treffen, da fliegen die Funken und die sind verliebt und die freuen sich, dass sie sich das nächste Mal sehen können. Nein, keiner von beiden will die Situation verkomplizieren, in denen sie stecken. Sie lassen sich unheimlich viel Zeit. Das Schicksal muss muss sich damit einmischen, dass sie sich über den Weg laufen, dass sie überhaupt diesen engen Kontakt bekommen. Aber es ist in der Boden ist halt Freundschaft. Es geht halt um wirklich Freundschaft während dieser ganzen Sache. Und ja, es ist wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, eine respektvolle Liebe, wo jeder die Zeit und den Raum braucht, bereit zu sein für diese Beziehung. Fand ich sehr, sehr schön. Ist einfach eine schöne, tolle Art, meine Liebesgeschichte zu beschreiben. Und ich mochte das. Also ich mochte die ganze Entwicklung dahinter. Ja, dann kommen wir... es gibt übrigens auch explizite Bettszenen. Also es war jetzt nicht so häufig, aber es kommt durchaus vor. So, das andere ist, ihr habt... Achso, und da ist noch eine Liebesgeschichte, die ich euch nicht verraten werde, die ich aber auch sehr, sehr schön fand in dem Buch noch. So, dann habt ihr Action und Spannung und das ist genau der Punkt, wo bei mir persönlich der Knick in dieses Buch reinkam. Ich fand es zu überdramatisch. Es war mir, dadurch hat es den Boden zur Realität für mich verloren. Natürlich gibt es solche Beziehungen, natürlich passieren so schreckliche Dinge, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn es ein Scheidungsroman, der vielleicht auch ein bisschen schwierigere Scheidungen beinhaltet hätte, gewesen wäre, aber das war halt sehr auf Gewalt dann auch ausgelegt, diese Scheidung oder diese Scheidungen. Und das fand ich schade. Ich fand das einfach, das ist, für mich persönlich war es verschossenes Potenzial, weil ich hätte euch gerne gesagt, wenn ihr in einer Scheidung steckt, wenn ihr auch also erwachsene Kinder habt oder Kinder, die gerade erwachsen werden, dass sie vielleicht auch mal ihr eigenes Verhalten reflektieren, wäre der Roman toll. Aber durch diese Dramalastigkeit ist einfach ein bisschen dieses Reflektieren auch über die eigenen Gedanken oder so, es ist einfach over the top gegangen, versteht ihr? Das war so schlimm, dass dann vielleicht die eigene Reflexion der Taten so ein bisschen im Hintergrund steht. Und da ich hatte einfach gehofft, dass der Roman was anderes wäre. Viele von euch mögen das vielleicht. Außerdem war es so, dass es ruhig, ruhig, ruhig war und dann kam mal wieder so eine Spitze, wo man gesagt hat, oh, jetzt wird spannend, jetzt ist dann richtig dramatisch und dann ging es wieder ruhig weiter. Also es war mehr wie bei so einem EKG, wo es dann mal so einen Ausschlag gab und keine richtige Kurve an Spannung. Nicht geeignet, beziehungsweise Triggerwarnung. Es geht um häusliche Gewalt, explizit beschriebene häusliche Gewalt. Wenn ihr nicht damit konfrontiert werden wollt, aus welchen Gründen auch immer, ist das Buch vielleicht nichts für euch. Ich warne euch nur vor, es geht auch um häusliche Gewalt, ganz explizit. Ja, dann kommen wir jetzt zu ähnlichen Büchern und Filmen. Was ich jetzt wieder hier auf diesem Kanal einführe bei den Rezensionen, dass wir darüber reden, was so ungefähr in die Richtung geht. Ich habe euch eben schon den Bollywood-Film erzählt, in guten wie in schweren Tagen. Den werde ich euch unten verlinken. Vielleicht blende ich euch auch mal das Cover ein. Es geht da um zwei unglückliche Ehen und die Eltern, Schwiegervater und Mutter, glaube ich, von den beiden Lagern sagen, weil die sich anfreunden, weil sie ihren Partner verloren haben und dann darüber reden können, sagen die halt zu ihren Kindern, kommt,
kommt, trefft euch mal ab und an, weil zwei, die in der gleichen Situation setzen, ergibt Freundschaft. Ihr könnt mit diesen jemanden über die ganze Situation reden. Genauso wie es bei Bo und Lauren ist, die auch erstmal über die Scheidung, dass sie sich jemanden öffnen können, darüber ja erstmal die Freundschaft aufbauen. Das ist ein sehr, sehr schöner Bollywood-Film, den ich sehr, sehr oft gesehen habe und den ich euch deswegen empfehlen kann. Ein anderer Film, den ich euch empfehlen kann zum Thema Scheidung, wenn ihr gerade mitten selber in der Scheidung seid oder eine Freundin in der Scheidung ist, ist Unter der Sonne der Toskana. Und auch das blende ich euch ein. Dazu gibt es auch eine Romanvorlage, die aber sehr anders ist als das Buch. Mara hat die damals gelesen. Und diese Geschichte erzählt halt, wie jemand eine Scheidung mitmacht, sehr deprimiert ist und sie dann in die Toskana sich da ein Haus kauft aus einem puren Zufall und dann auch erst langsam wieder aufbaut, Vertrauen zu haben, beziehungsweise sich langsam wieder in ein neues Leben rantastet. Und ich fand den einfach sehr, sehr schön und mutmachend erzählt, also gemacht, schöne Bilder. Es ist ein Film, der gut tut. Guckt ihn euch vielleicht mal an. Wir haben ihn früher sehr, sehr oft gesehen und wir haben ihn auch schon vielen Leuten empfohlen und gute Rückmeldungen zurückbekommen. So, ein anderes Buch ist dieses Buch. Es ist Heißhunger von Joanne Fedler. Hier hinten steht drauf, dass es um Diät geht, aber das war für uns die reinste Mogelpackung. Ich kann euch nicht mehr explizit sagen, worum es ging, aber ich glaube, wir haben eine Besprechung hier auf dem Kanal. Es war übrigens hier ein Rezi-Exemplar, dieses Buch. Und ich glaube, es gibt dazu eine Besprechung auf dem Kanal. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie euch. Ansonsten informiert euch. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, geht es da auch um häusliche Gewalt, weil sie Anwältin für diese Frauen ist und ein bisschen auch auf die psychische Sache und dass die Frauen wieder zurückgehen und so weiter und wie schwer das ist. Das hat sie nämlich sehr, sehr mitgenommen. Deswegen guckt euch dann vielleicht mal, wenn euch das interessiert hat, diesen Roman an. Das ist wirklich kein reines Diätbuch. Es gibt zwar noch diese Diät, aber sie sind jetzt auch in Australien, aber davor ging es auch um, oder es geht in Rückblenden um ihre Zeit in Südafrika, wo sie sich um Frauen, die häuslicher Gewalt zum Opfer gefallen sind, kümmert und ja, der Job frustriert sie immens. So, das ist mir nämlich noch eingefallen zu diesem Thema jetzt eben gerade, ganz spontan noch. Und das andere ist Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love ist auch, gibt es auch als Film. Ich habe nur den Film gesehen, fand den nicht so toll. Ma hat das Buch gelesen, sie hat es so vielen Leuten empfohlen, es war für sie ein absolutes Highlight. Hier weiß ich immer nur, manche Leute lieben es, manche Leute hassen es. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der gesagt hat, das war okay. Ja, es geht halt hier um, es ist ein Erfahrungsbericht von Elizabeth Gilbert und sie hat eine schwere Scheidung hinter sich und sieht dann auch immer so ein bisschen aus wie die Freunde, die sie dann hat. Also sie passt sich sehr ihrem Partner an und dann bricht sie auf, sich selber zu finden nach so einer Scheidung und wieder zu sich zu finden. Und sie muss erstmal lernen zu essen wieder, sie muss dann lernen zu beten und in sich zu ruhen und dann kann sie erst wieder das Lieben lernen. Ich fand es sehr schön geschrieben, es geht auch um Depressionen in diesem Buch und mit den Dämonen umzugehen. Ja, also das ist auch nochmal vielleicht eine Empfehlung, wenn ihr gerade eine Freundin habt, die in der Scheidung sitzt oder ihr in der Scheidung sitzt oder überhaupt euch selber verloren habt. Ja, das war's von mir für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und wenn euch das hier jetzt, wenn euch noch Bücher einfallen, die um häusliche Gewalt gehen, die ihr toll findet oder halt zum Thema Scheidung, dann schreibt uns das doch auch mal in die Kommentare. Wie ihr wisst, wir sind eine Community und ich finde es toll. Ich scrolle auch immer bei den Leuten durch die Kommentare, wenn man da noch was entdeckt und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns das dann schreibt. Dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal.